Die niederländische Regierung hat das Datum für die Schließung der Gasförderanlage in Groningen, eine der größten Europas, festgelegt. Zum 1. Oktober wird die Förderung eingestellt, nach 60 Jahren Betrieb. Eine historische Entscheidung. Grund sind die großen Schäden durch zahlreiche Mikrobeben und Erschütterungen. Besorgte AnwohnerInnen und eine Bürgerinitiative hatten für die Schließung gekämpft. Dies war bereits 2018 angekündigt worden, doch wegen der Energiekrise als Folge des Ukraine-Kriegs war die Gasproduktion verlängert worden. Der Stein, der ist ja überhaupt nicht fest in der Mauer.